In diesem Video geht es darum, wie man Beratungs- und Vertriebsprozesse macht, die begeistert und wo man mehr damit kann verkaufen kann. Seien wir doch einmal ehrlich, die Vertriebs- und Beratungsprozesse von Banken und Versicherungen sind ja alle ziemlich gleich. Fängt an bei der Kampagne und den Plakaten, wo alle etwa gleich aussehen, über die schönen Lebensphasen, Kreis, wo man damit beratet, bis hin zu den Offerten, die jetzt auch nicht wahnsinnig kreativ daherkommen. Und darum kommen auch immer wieder Firmen zu uns und sagen, ja, sie würden eigentlich gerne mehr aus dem Beratungsprozess rausholen. Was wir dann jeweils sagen ist, das kann man gut machen, das heisst aber, dass man sich auch auf Kundenbedürfnisse muss fokussieren und den Kunden wirklich in den Fokus stellen von solchen Überlegungen. Und das führt sehr schnell dazu, dass man muss segmentieren, dass man Kunden, die man hat, segmentiert und zwar nicht nach den gängigen soziodemografische Merkmale wie Alter oder Vermögen, sondern nach den Bedürfnissen und Zielen, die sie haben, genau in dem Kontext, wo man sie möchte beraten. Ein Schlagwort, das dann immer wieder kommt, ist Personas und eigentlich ist das genau da. Personas sind ziel- und bedürfnisorientierte Segmentierungen. In den letzten 20 Jahren haben wir ganz vielseitige Projekte gemacht mit Personas, haben daraus jetzt eine Typologie von 6 überliegenden Kundentypen abgeleiten können, die wir jetzt wiederum als Personas dann im spezifischen Kontext anwenden können. Das haben wir sehr gut ausprobieren in ganz verschiedenen Branchen, wie zu sein im Umfeld von Retailbanken, über Lebensversicherungen, bis eben zu auch natürlich Telco-Unternehmen und im B2B-Bereich von Rückversicherungen bis zu Geschäftsbanken oder auch grosse Ingenieurbüros. Wenn Sie mehr wissen zu diesem Thema und noch ganz viele andere, wir haben ein White Paper geschrieben zum Thema effektive und erfolgreiche Beratungs- und Vertriebsprozesse. Wir würden uns freuen, wenn Sie das abladen, lesen und uns auch Feedback geben, was Sie dann dazu denken.